Und Sie sehen es auch hier, hat sich das Publikum noch viel mehr um das Dressurviereck geschart, um diesem Ritt von Dorothy Schneider und First Romans zu folgen. Tolles Hinterbein, ich mag das Pferd aber auch. Ich mag den auch unheimlich gerne, ja. So ein Sportler auch, so schön kompakt und genau, also nicht nur bildhübsch, das sind natürlich Attribute, die im Dressurviereck jetzt nicht so die ganz großen Punkte bringen, ganz klar, aber ein sehr sympathisches Pferd. Tolle Traverse ein. Mehr so einen kleinen Taktfehler leider. Fing sehr gut an und einfach so einen Tritt hat er dann leider mal zur Takt verloren. Gut. Ganz deutlich und zu erkennen. Schöner Übergang auch raus. Schön gesetzt, ne? Schön unter den Schwerpunkt gefußt. Ja, einfach so einen natürlichen Fleiß, finde ich. Auch so. Ja, das ist echt schön. Schöner Übergang in die Passage. Ja, von sofort an, am Punkt und sofort da. Ja, unheimlich energisch. Und super gleichmäßig. Ja. Der Piaf hat da so ein bisschen, ja, da hat man einmal gedacht, so, oh, jetzt fährt er gleich so ein bisschen auf, aber hat es mit sehr viel Gefühl da eingewirkt und hat er das dann schön beendet. Schon imposantes Pferd. Hm. Ja, leichtfüßig und man und geschlossen, unheimlich gerne leiden, ja. Geschlossen, ganz sicher bei ihr an den reiterlichen Hilfen. Die Anlehnung. Die Zellen doppelt. Ja, das stimmt. Ja, aber schöne Pirouette jetzt wieder. Mm. Raus, so ein bisschen kleiner Haken, aber. Aber auch schön eingeleitet, ja. Ne? Gut vorbereitet. Schön im Schulter vor. Ja. Boah, gut.
schon nicht so schlecht. Wahnsinn. Einfach nur genießen, ne? Ja. Wahnsinn. Super. Auch super schön in die Piaffe rein. Tolle Piaffe jetzt auch. War jetzt die beste, finde ich. Jetzt in seiner Prüfung und in der gesamten. Ja. Schade mit den paar Hakern, aber wirklich tolle Runde. Das hätte natürlich, boah, Wahnsinn. Oh, okay. Ja, genau, das Einsetzen vom Applaus, das ist, ja, genau. Aber da merkt man auch, wie konzentriert die Pferde auch sind, wie sehr sie bei ihrem Reiter dann sind. Ja. Und wenn die Prüfung dann abgeschlossen ist, das merken die dann natürlich auch. Und, aber Dorothee macht das natürlich auch meisterlich. Also das ist ja, guckt man sich immer gerne an und einfach, die wirkt so fein ein und ja. Und das ja jetzt auch nicht auch gut aussehen, das muss man einfach. Ja. Und das nicht nur bei einem Pferd, sondern ja gleich bei jedem Pferd. Ihre Erfolgspferde natürlich. Faustus. Showtime. Aber auch die jüngeren Pferde. Auch die jüngeren Pferde, genau. Haben wir jetzt auch gesehen im Finale der Sechsjährigen. Genau, das ist ganz feines Reiten, was wir hier sehen.